Mein Name ist Dalena, ich komme aus Berlin, bin 18 Jahre alt. Zurzeit bin ich in der 12. Klasse und mache mein Abitur. Ich möchte gerne Flugbegleiterin werden. Das war schon immer mein Wunsch. Also es war schon, als ich das erste Mal in einem Flugzeug eingestiegen bin und eine Flugbegleiterin gesehen habe, war das sofort mein Wunsch. Viele Leute sagen, dass der Beruf total zu mir passt. Also wie zum Beispiel mein Freund, meine beste Freundin, meine Familie. Ich freue mich total auf das Interview mit Franka. Ich meine, schließlich habe ich noch nie persönlich mit einer Flugbegleiterin geredet. Hallo, Franka, ich bin Marina. Guten Tag. Komm rein. Ich bin Franka. Ja, was würdest du jemandem wie mir raten, die Flugbegleiterin werden will? Also was sicher wichtig ist, ist, dass du dich halt klar gut vorbereitest. Ne? Also eben Fremdsprachen sind wichtig. Vielleicht wäre sogar ein Praktikum irgendwo in einem sozialen Bereich noch irgendwie von Vorteil. Also beim Fliegen habe ich noch nie eine vietnamesische Flugbegleiterin gesehen. Mhm. Und ich hätte halt Angst, dass ich nicht angenommen werde jetzt bei einer Bewerbung oder wie siehst du sowas? Ja, ich finde es so ein bisschen schwierig, das einzuschätzen. Also es gibt natürlich schon immer noch so dieses Idealbild, ne, der irgendwie großen, blonden Flugbegleiterin, die irgendwie natürlich dann auch weißdeutsch ist. Also ich glaube nicht, dass du dir wirklich Sorgen machen musst. So. Also ich denke, es wird wirklich eher um deine Qualifikationen gehen. Also trauen die dir zu, dass du eben auch ein Flugzeug evakuieren kannst, dass du quasi ja auch nach 12 Stunden eben noch freundlich bist oder aufmerksam oder ansprechbar. Hast du dich auf irgendeine Weise irgendwann mal als Migrantin benachteiligt gefühlt? Es war tatsächlich so, dass es also während dem Assessment oder also während meinen Einstellungsgesprächen und Ähnlichem wurde das überhaupt nie thematisiert, also wirklich gar nicht. Und wohingegen das dann halt so im Arbeitsalltag eigentlich ständig thematisiert wird, ne? Also wirklich mit quasi bis zu 6 Mal am Tag gefragt werden, wo ich eigentlich herkomme oder wo mein Name eigentlich herkommt oder wie ich eigentlich hierher komme. Ein Passagier hat mich zum Beispiel schon mal gefragt, ob mein Nachname arabisch sei. Und als ich dann sagte ja, fragte er mich dann so, ja, ob ich denn Terroristin sei. Wie kommt man damit klar? Also was sagt man dann so dazu? Also ich denke, das bleibt so ein bisschen dir überlassen. Also man kann schon durchaus auch darauf hinweisen, dass es eine Grenzüberschreitung ist einfach. Ne? Was natürlich auch immer möglich ist, ist, sich einfach nicht auf Diskussionen einzulassen, ne? Sondern halt weiterzuarbeiten. Also meistens ist man ja wirklich konkret dann am Trolley in der Kabine beim Getränke ausschenken oder Ähnliches. Also genau, ich meine, so einen guten Grund irgendwie weiterzufahren. Genau, also was ich zum Beispiel dir auch anbieten könnte, ist, dass ich dich vernetze mit Leuten, die also irgendwie bei verschiedenen Airlines arbeiten und dir vielleicht auch nochmal genauer sagen können, wie eben in ihrer speziellen Airline das Assessment abläuft oder was sie auch durchlaufen haben.